Jo, und da sind wir wieder. Es geht weiter. Ich hab nur auf wegzufahren. Wieso gehst du da rein? Du musst erst die ganzen Items benutzen. Ja, aber er ist losgefahren. Ist egal. Ich wollte ihn davon stoppen, loszufahren. Ist doch völlig egal, ob er losfährt oder nicht. Der Nein. ist sowieso wieder an der gleichen Stelle, wenn du wieder rausgehst. Look. Ja. Eine Bombe, ein Pfeil. Ich sollte ein Pfeil, der irgendwo Ewigkeiten ins Nichts fliegen wird. Ich sollte das echt mal auf einen Nicht-Magie-Pfeil setzen. Ich glaube, ich keinen großen Unterschied, aber kannst du machen. So, Pfeile 30 Stück. Thank you. Thank you. 49 Punkte. Bomben 30 Stück. Thank you. 50 Punkte. Rotes Elixier 30 Punkte. Thank you. Punkte. Bye. Ich will keine Magie dabei verschwenden, unnötig. Ach so. Ich kann dir ein grünes Elixier mit Tingle kaufen. Wupp. Wupp. Und trinken. Wupp. Glück. Glück, Glück, Glück. Es ist ein frisches, rotes Elixier. Ja, das auch. Spaziert, schon wieder. Thank you. Dass der Kerl sich nicht wundert. Thank you. Ihr müsst auch denken, wir sind total bekloppt. Thank you. Bye. Ja, zweimal noch, dann haben wir's. Dann haben wir die 60 Punkte übersammt. Der ist wie so eine Fliege. Der hat ein Gedächtnis von 0,3 Sekunden. Wahrscheinlich. Geht auf jeden Fall schon sehr schnell mit den Verbrauchen der Items. Ja, ouch. Rams. So, das ginge noch schneller, wenn ich nicht dagegen rollen würde. Ja. Dann, Rein spaziert. Thank you! 55. Thank you! 56. Thank you! 57. Bye. So, einmal noch. Dann haben wir die 60 Punkte beisammen. Huh. Oh, oh, oh. Großer Patzer. Da haben wir jetzt richtig viel Zeit mit verschwendet, also den Weltrekord kriegen wir damit nicht. Ja, hatte ich auch nicht vor. Da reinspaziert. Bombe. Thank you. 58 Punkte. Thank you. Elixier, 59 Punkte und 60 Punkte. Wir haben 60 Punkte gesammelt. Damit sind sie jetzt super VIP-Kunde. Jeder super VIP-Kunde erhält ein phänomenales Geschenk von den Terry-Händlern. Ihr Geschenk wird Ihnen zu einem Briefkasten in Ihrer Nähe geschickt. Es kann aber ein wenig dauern, also reichlich Geduld bitte. Als zusätzliche Prämie erlaube ich mir, Sie in meinem Laden als Vorzugskunden zu begrüßen. Das heißt? Ist da irgendwas Nichts. Billiger geworden? Nein, es kostet mir noch alles 30 Rubine. Ich erwarte freudig Ihren nächsten Besuch. Bye! Wahrscheinlich redet er jetzt netter mit uns als vorher oder so. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja... Ah, da hinten ist ein großer Schatz. Wieder ein wunderschöner Preis. Können wir mal eben den großen Schatz heben, wenn wir gerade hier sind. Sind vielleicht 200 Rubine drin, da kriegen wir wenigstens ein bisschen was von dem Dreck, den wir gerade ausgegeben haben, wieder zurück. Ja, ist ja nicht so, dass wir das brauchen würden, ne? Ja. Aber er hier ist näher dran. Ja, erstmal zu dem Schlapphut-Kollegen. Schlapphut-Geron. Mit der Petri-Heil-Fahne. Hier, ist eine Petri-Heil-Fahne. Hey, Petri-Heil. Das ist ja eine Petri-Heil-Fahne. Dafür gebe ich dir eine Wasserkrugträgerin-Statuette, und? Was sagst du? Wow, das ist ein sehr langes Wort. Ja. Aber na gut. Wasserkrugträgerinnen-Statuette. Lass uns tauschen. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Leider ist dein Tauschgegenstand hier etwas verschmutzt. Aber mit 65 Rubinen ist die Differenz wohl gut beglichen, glaube ich. Na gut. Naja, immerhin ist es eine Statue, ja. Ne? Da. Du hältst eine Wasserkrugträgerinnen-Statuette. Das muss man erstmal aussprechen. Ja. Eine eigenartige Statuette, die eine Wasserkrugträgerin darstellt. Ja, weil ich vom Namen her gar nicht drauf gekommen. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde? Wähle im Hintermenü die Posttasche aus. Bla 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 bla. Bla. Wunderbar, damit wäre unser Tausch geschafft. Bla 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 bla. Standardtext und so weiter. Ja, Standardtext. Immer wieder eine Freude. So, was gibst du mir dafür? Das ist ja eine Wasserkrugträgerin Statuette. Dafür gebe ich dir eine Fossilschädel-Statuette. Und was sagst du? Wir haben das Ding ja auch gerade erst von Ihnen bekommen. Ob ich die haben will, die Statuette? Ding, sagen, das Ding sieht irgendwie nicht so aus, als ob wir die haben wollen. Ich will davon zwei kaufen, die vor mein Haus stellen. Da kommt da keiner mehr rein. Lass uns ja, tauschen. Da haben wir 60 Rubine dieses Mal, ja. Gut, können wir bezahlen. Besten Dank und so weiter und so fort. Da. Du hast eine Fossilschädel-Statuette. Es handelt sich um fossilisierte Köpfe selbst. Kreatur. Wahrscheinlich von Mäh-Vögeln. Ja. Vermutlich. Oder von diesen komischen Todesköpfen, die immer in der Luft rumflattern. Bla bla bla. Wunderbar, Handelsabkommen und so weiter. Immer wieder eine Freude. Jawohl. Ja, dafür gibt uns, glaube ich, nichts Interessantes mehr, außer wieder die Wasserkrugträgerin-Statuette. Also heben wir jetzt eben den Schatz, den wir vorhin schon die ganze Zeit gesehen haben. Gucken wir mal eben nach der richtigen Karte.
Triefhauskarte Nummer 1! Ja, ich glaube, wir haben die Karte gefunden, die wir gesucht haben. Das war ja schwierig. Ein Stück noch. Greifhaken raus. So. Heb den Schatz, heb den Schatz. So, mal schauen, was wir gekriegt haben. Was finden wir hier im Meer? Ich kann gar nicht erwarten! Das ist eine Schatzkiste! Eine Kiste! Oh nein, was wird sich nur in dieser Schatzkiste befinden? Ich weiß es keine gar Ahnung. Es ist ein weiteres Triforce-Splitter-Teil. Jetzt fehlen noch 6 weitere. Yay. So, und wir müssen wieder zur Mutter-Kind-Insel nach Nord zurücktuckern. Da waren wir schon lange nicht mehr, denn wir müssen das Tauschgeschäft weiterführen. Eieiei, so viel zu tun mit diesen Tauschgeschäften. Ja. Schon ein bisschen nervig. Da vorne gibt's immer noch Rubine. Du hast gerade den Greifhaken ausgerüstet. Ist ein Argument. Ja. Können wir uns gerne. Wir haben gerade dem guten Terry eine Menge Rubine in den Allerwertesten geblasen. Wir brauchen da können welche. Wir mal eben diesen einen Schatz heben, der sowieso auf dem Weg liegt und ja. Der sich wirklich gerade anbietet. Ja. Und das ist ein Kinderwart. Eine Minute später. War mal wieder ein tief vergrabener Schatz. Ja. Nicht auf dem Griff. Sehr wahr. 50. Ein violetter Rubin. Was hat sich jetzt sogar gelohnt? 50 grüne Rubine. Yay. Und weiter geht's. Wo ist die Mutterkindinsel denn? Kann man noch nicht sehen. Wir sind noch nicht im Planquadrat nebenan. Na, stimmt. Wir müssen noch ein ganz kleines Stück. Ganz kleines Stück. Ganz jetzt sind wir dran. Da, ja, jetzt und ist schon auch sieht man sie. Ah ja, ah ja. Und Türme sind einfach so erschienen, samt Tornados. Ja. Huh. Jemand hat gerade 3 Türme beschworen. Huh. Huh. Hat aber jemand einen guten Beschwörungsskill hier. Ja. Gibt's bestimmt nur eine Yu-Gi-Oh-Karte für. Ja, bestimmt. Bestimmt. Beschwöre 3 Türme. Ja. Solange dann keiner eine Schildkröte beschwört, mit der er andere Leute dagegen schmeißen kann, ist alles in Ordnung. ja. Sind zum Glück keine fliegenden Türme. Ja. Da vorne ist übrigens Fischi. Fisch! Fisch! Fisch. Und hier vorne. Ich dreh mal komplett ab, weil da vorne ist ein großer Schatz. Ach ja, den Schatz der Isla Stalagmitica. Ja. Den heben wir dann auch eben, wenn wir gerade da sind. Wenn wir immer da sind? Wie ist denn heute schon Weihnachten? Vorne ist übrigens ein Terry. Ja, der Super Terry, immer noch. Ach ja, ich erinnere mich. Oder ist jetzt so, jetzt sollten wir uns eigentlich sehen. Nein, nee, auch nicht. Schade. Da, Schatzkarte Nummer 2. Wir scheinen gerade die ganzen niedrig... Ja, gut, das war Triforce Karte 1, ist ja nicht unbedingt jetzt eine niedrige Karte per se. Die niedrigen Karten abzuklappern. Ja, sollte eigentlich noch stehen. Ja. Ja. Es ist doch ein nicht gerade sehr tief vergrabener Schatz. Da-ba-da-ba-da-ba. Tja, was werden wir hier finden? Ich sag 200 Silber. Also, 200 Silber wären toll. Ein silberner 200 Grün. Nein, es ist ein Herzteil. Vier dahin, keins mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um 1. Fehlt nur noch ein Herzcontainer. Das heißt, wir müssen noch 4 Herzteile finden und dann haben wir sämtliche Herzen des Spiels. Ja. Dann haben wir die schon mal komplettiert. Wir nähern uns doch so langsam aber sicher merklich dem Ende des Spiels. Ich sehe die Mutter-Kind-Insel nicht mehr. Ich hasse dieses Wetter. Ach, fahr einfach nach Norden, dann findest du sie schon. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie bei mir auch gerade nicht. Fahr erstmal ins Planquadrat. Was machst du denn jetzt? Gucken. Mein Gott. Ja, warte, Umstand. Ich dürfte mich in etwa drauf halten, glaube ja, ich. Ja, da sieht man sie jetzt auch. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Nordwestlich von hier liegt übrigens die verwunschene Bastion, will Tingle dir mitteilen. Das hat er uns noch gar nicht gesagt. Nee. Eine neue Information. Deswegen war es auch wichtig, dass ich das jetzt vorlese. Ja. Und da fliegen ein paar Kanonenboote durch die Gegend auf meiner Karte. Kanonenboote? Fliegende Holländer. Die auch. Gut, dass hier keine fliegenden Holländer gibt, das wäre... Nervtötend. Sehr nervtötend. Ja. Es reicht, dass es Georgs und... Kanonenboote gibt. Kanonenboote gibt und wie auch immer die anderen komischen Viecher hießen. Ich seh mich. Ja. Ja. Dann, fliegender Händler, nimm mal... Oh, es ist Tag. Uiui, schon morgen? Ich bin wohl eingenickt, während ich den Tingle-Ziever hielt. Hier, ich habe ja eine Fossilschädel oder so, Statuette. Das ist ja eine Fossilschädel-Statuette.
Dafür gebe ich dir eine Schlussverkaufswarnung. Na, was sagst du? Boah, ist die hässlich. In aber der na gut. Tat. Lass uns tauschen. So, jetzt müssen wir uns allerdings noch über eine kleine Bearbeitungsgebühr teilen. 35 Rubine, also ich gerade sagen, das ist richtig. Das sind die niedrigste, die wir in letzter Zeit hatten. Besten Dank. Blub, blub, blub. Du hast eine Schlussverkaufswarnung erhalten. Diese Fahne soll Handelsglück und eine segensreiche Wirtschaftslage bringen. Das ist ja wunderbar. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde? Wähle im Item-Menü die Posttasche aus. Großartig, Handelsabkommen, Standardtext und so weiter. Ja, und dann werden wir jetzt zurück wieder nach Ichthus wirbeln müssen, denn die Schlussverkaufsfahne müssen wir jetzt wieder zu dem fliegenden Händler auf Ichthus bringen. Ja, wir können sie auch zu dem Typen in Isla Bomba bringen, aber sie bringen dasselbe. Und da es erheblich einfacher ist, nach Ichthus zu wirbeln, werden wir sie zu dem bringen. Ja. Tralala. Kanone Sturms gespielt. Auf nach Ichthus, weil da waren wir so lange nicht mehr. Ja, wir haben so Abwechslung an Inseln in letzter Zeit. Ja. Aber weil das nicht schlimm genug ist, müssen wir danach noch ein letztes Mal zur Mutter-Kind-Insel wieder zurückfahren. Ja. Und dann nochmal nach Ichthus wirbeln. Ja, aber das ist ja nicht mehr so schlimm. Ichthus ist ja direkt ein Wirbelziel. Von da aus müssen wir dann nicht noch weite Wege hinter uns legen. Ja. Aber es ist nicht mehr so viel. Wir haben den Großteil schon hinter uns. Ja. Schlussverkaufsfahne wird jetzt aber erstmal hier abgegeben. Ich wünschte, der fliegende Händler wäre direkt am Wirbelpunkt. So, Kollege, hier. Ich wünschte, er wäre auf jeden Fall nicht auf der anderen Seite der Insel. Nimm unsere Schlussverkaufsfahne. Hier. Das ist ja eine Schlussverkaufsfahne. Dafür gebe ich dir eine Heldenfahne. Und was sagst du? Ja, okay. Lass uns die tauschen. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr. Blablabla. War 75 Rubine? Halt auf, Schneider. Von wegen abgenutzter Gegenstand. Ja, ich gebe dir gleich abgenutzter Gegenstand. Du hast eine Heldenfahne erhalten. Diese Fahne erweckt Zuversicht und Mut. Hast du einen Platz gefunden, an dem bla 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 Standardtext bla 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 Standardtext bla 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 Standardtext bla 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 immer wieder eine Freude. So, und jetzt noch ein letztes Mal zurück zur Mutter-Kind-Insel. Ja, wieder zwei Planquadrate hochfahren. Ja, leider. Ja, da ist etwas östlich von Ichthus. So. Ja. Zum letzten Mal. Items tauschen. Die Heldenfahne. Ja. Was kriegen wir denn für die Heldenfahne schon schön? Ist die Postboten-Statuette oder was kriegen wir für die Heldenfahne gleich? Spoilers nicht. Ja. Wird eine Überraschung für gleich. Können wir unterwegs noch etwas Interessantes machen? Ach komm, ich zünde mal ein paar mehr und Sand, damit wir was zu tun haben. Oh, was ist das, ein Georg? Nein. Hä? Wir mussten bei dem Kollegen in Ichthus die Heldenfahne tauschen. Oh Mist. Ja, gut. Dann nochmal zurück zu ihm. Bevor ich jetzt den Wind umstelle, wirbel ich einfach zurück. Ich glaube, ich schneller. Ja. Ich hab nun mal nicht immer was zu sagen. Auch ich kann nicht alles wissen, oder? Sagt Dinge. Mal wieder. Ja, mal wieder. Immer. Ja, das war jetzt ein bisschen mistig. Na gut, dann verschwenden wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ach, hätte ich jetzt entweder nicht schon oft genug getan. Ja. Erwartet man ja inzwischen schon von uns. Ja. Trotz allem werde ich jetzt mal Tingel, Meer und Sand. Zeige mir Herrn Fels Schicksal heute. Mehr Glück als Pech, na bitte, Ausrufezeichen. Trink Tingel! Moment bitte. Nee, jetzt. Alter! Du hast den blauen Tingeling wieder gecancelt, indem du die Inselkarte geladen hast! Ich glaub's nicht! Was? Achso, muss erstmal. Red nochmal eben mit ihm, dann lesen wir mal eben den Text vor. Ups. Ah ja. Tut mir leid. Ist zwar nett, dass du mir das zeigst, aber nicht mehr als 3 Tauschgeschäfte am Tag. So lautet die Regel. Ich wusste gar nicht, dass diese Regel existiert. Dito. Erwerbsregel Nummer 8. Zu viel Arbeit tut nicht gut und schadet der Schönheit. Kein Kommentar. So lautet der Familienkodex. Ja, dann halt ne, kleine Tag- und Nachtmusik und so. Brumm, brumm, BAU! Brumm, brumm, BAU! Kleine Tag- und Nachtmusik gespielt. Auch wenn das BAU natürlich eigentlich viel später kommen müsste, aber muss man machen. Ja, dann halt sie ihm noch direkt mal unter die Nase, denn es ist ja schon Nacht. Oder auch
Noch nicht. Ist derselbe Tag. Ich hätte es ihm trotzdem unter die Nase gehalten. Mit dem Kommentar, es ist ja nicht mehr Tag. Hier, riech. Hier. Nimm deine dreckige Elbenfahne zurück. Ich würde, wenn ihr jetzt sagt, die ist abgenutzt, dann hau ich dir eine. So, Heldenfahne. Das ist ja eine Heldenfahne? Dafür gebe ich dir eine Postbotenstatuette. Und was sagst du? Die beste Statuette von allen. Lass uns tauschen. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings noch verlangen. Ich glaube. Oh. Was? Ach, Gavatar, ey. Ja, besten Dank, ne? Sind wir uns ja einig. 100 Rubine für die Postbotenstatuette. Ja, es ist auch die beste Statuette. Ja, muss man natürlich. Eine Statuette, die den tapferen Postboten der Orden, die wahren Helden der Arbeit, gewidmet ist. Die wahren Helden. Ja, da kann man natürlich nichts gegen sagen. Ja, absolut nichts. Hast du einen Platz gefunden? Blablabla. Bla, bla. Wunderbar. Und so weiter. Bla, bla. Immer wieder eine Freude. Ja, so, jetzt aber nach Norden und da wieder weitertauschen. Aha. Dieses Mal dürfen wir wirklich zur Mutterkindinsel fahren. Ja. Segeltrick, los! Wobei, ist glaube ich gefährlich. Lass mal kurz den Segeltrick. Tingel, Tingel, Meer und Sand. Zeige mir fürs Schicksal heute. Mehr Glück als Pech, na bitte auszuzeigen. Ha! Du kannst nichts dagegen tun! Ich könnte mich jetzt wirbeln. Du kannst. Nein! Du kannst nichts tun! Ich habe den blauen Tingeling benutzt! Deine Magie wurde geheilt! Und? Wie war's? Na? Wie war's? Freut mich, dass es dir gefallen hat! Endlich! Wir haben. Schwere Geburt! Wir haben den blauen Tingeling ernsthaft verwendet! Ich glaub's gar nicht! Es fühlt sich so an, als hätte man irgendwas erreicht, oder? Ja! Achievement unlocked! Blauen Tingeling getrunken! Ohne ihn zu canceln! Das muss man erstmal so gut hinkriegen. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich mache jetzt erstmal für 10 Minuten Pause. Mann, Mann, Mann. Tingel, Tingel. Meer und Sand. Zeig mir her fürs Schicksal heute. Mehr Glück als Pech. Na bitte, schon wieder. Trink, Tingel. Tja, können wir gerade nicht. Wir haben nichts mehr, was geheilt werden kann. Aber unsere Rubine werden trotzdem abgezogen. Na toll. Und wie war's? Na, wie war's? Freue mich, dass es dir gefallen hat. Jederzeit wieder. Er ist offenbar nieder. Tingel, Tingel. Meer und Sand, lass das Segel draußen. Zeig mir fürs Schicksal heute. Nordwestlich von hier liegt die verwunschene Bastion. Schön gecancelt. Die Wellen sind aber dort immer hoch wegen dem Meeresströmen. Bla 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 bla. Wahnsinn, was ich nicht alles weiß. Ja, mehr Glück als Pech. Na bitte, schon wieder. Meine Fresse. Trink Tingel. Jetzt kriegen wir aber auch nur Tingelings, ne? Ja, irgendwie schon. Badadang. Ja, dann gib mal die Postbotenstatuette an unseren Kollegen hier vorne. Ich will die aber nie abgeben. Wir können dir später so viele kaufen, wie du willst. Ja. Das ist ja eine Postbotenstatuette. Oh! Dafür gebe ich dir eine Handelsgenie-Statuette. Na, ist das nichts? Was sagst du? Warum gibt es eine Statuette von Suzunari? In Gold! Die dieser Typ mit sich rumschleppt. Ich will's gar nicht wissen. Lass uns tauschen. So, jetzt müssen wir uns allerdings darüber eine kleine Bearbeitungsgebühr unterhalten. Ja, 200 Rubine. Ja, eine absolute Rarität. Na, ich hoffe mal, das ist echt Gold. Ja, bezahlen. Besten Dank. Du hast eine Handelsgenie-Statuette erhalten. Ja. Nach dieser Statuette sehen sich alle fliegenden Händler. Hast du einen Platz? Bla, 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 bla. Ich glaube, irgendwie die fliegenden Händler haben nicht so viel davon, eine Statuette von Suzunari zu haben. Ich glaube... Das, ja. Ja, das mag ich auch zu bezweifeln. Und dann wieder zurück nach Ichthus. Und dann geben wir da unsere Handelsgenie-Statuette ab. Wrump, 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 wrump. Da, 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 da. Dadadadang, nach Ichthus wirbeln, ja. La, 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 la. Ein letztes Mal für das Handelsspiel. Und wieder mal habe ich unseren Beweis gestellt, dass ich nicht singen kann. Ja, das haben wir beide schon mehrfach. Ja. Also was soll's. Ja, ne, jetzt kriegen wir endlich unsere große Belohnung für das Ganze hier. Ich hoffe, es ist ein Herzcontainer. Es ist zwar eine sinnvolle Belohnung, es kann kein Herzcontainer sein. Wir brauchen, glaube ich, keine... Oder brauchen wir noch 4 Herzteile? Nachgucken. Ja. Doch, wir brauchen noch genau 4. Na, vielleicht ist er wirklich der letzte Herzcontainer.
Das wäre fair, aber das wäre auch schon für die tropischen Bäume fair gewesen. Ja, sehr wahr. Von daher darf ich es irgendwie bezweifeln. So, dann tauschen wir sie ein. Die Handelsgenie-Statuette. Hier. Aber das ist ja eine Handelsgenie-Statuette. Dem geht keiner ab, ey. Diese Anmut, diese Erhabenheit. Nach diesem Händler also wurde die Statuette modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende, die kein Stück getan hat für seinen Laden, aber trotzdem eine Goldstatuette nach ihm geformt bekommen hat. Ja. Wundervoll. Doch, er hat ein Segel verkauft. Jähriger Traum, er hat sich endlich erfüllt. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. Bitte strecke deine Hand aus. Boah, da, kein Geld dafür. Du hast ein Herzteil gefunden. Jeweils vier Herzteile fühlen sich zu einem Herzcontainer zusammen. Das wussten wir ja noch gar nicht. Nee. Was für ein wundervoller und denkwürdiger Tag. Ich will mir die Statuette heute Nacht und das Kopfkissen-Ding, ouch, und von meinem eigenen Stand träumen. Okay, also gestört ist er auch noch. Also geistig. Also haben wir jetzt was... Das schwierig vorzulesen. So um die 600 Rubine oder so ausgegeben für das Herzteil. Und wir haben Ewigkeiten dafür vor allen Dingen auch noch gebraucht. Ja. Okay, es war immer noch günstiger als das Herzteil, das wir von Terry gekauft haben. Unser Flascheninventar ist verdammt bunt. Ja, es fühlt sich eigentlich nur noch ein grünes. Ich wollte gerade sagen, wir sollten echt ein grünes in die Feenflasche füllen. Ja. Ja, ne? So viel auf jeden Fall dazu. Wir haben das Handelsminispiel tatsächlich abgeschlossen. Ich glaub's ja noch gar Unfassbar. Nicht. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss. Ist ja auch ein guter Zeitpunkt. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Aloha.